Eier nur Papa ist da. Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von Yoko's Shinsei Yoko Shichu Shugi no Kyoshi Tsue, Staffel 2, Episode 10 oder auch Episode 22. Hitte bitte wa Tsuneni Sono Hametsu Negate Iru Itsewari Senni Atsamu Kaluga Ueni. Lass mir doch gerne noch einen Abo da, ich auch Patreon, und verraten mir doch mal, würdest du ein Ticket für das Rooftop-Szenario kaufen? Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir hier mit der Fünfergruppe starten und auch nicht, dass jemand von der Klasse A, Ayano Koji, beobachtet. Das fand ich weird und Ayano Koji anscheinend auch, weil der hat Kei damit beauftragt. Ich frage mich halt, ob das auch irgendwelche Relevanz haben wird, weil es war schon eine relativ kurze Szene, die einfach nur dem gedient hat und dem ganzen Wissen, dass jetzt gerade im Anime bald Weihnachten ist, beziehungsweise die Weihnachtszeit schon angefangen hat. Weil die wirklich wichtigen Sachen kommen dann später, eben dann zum Beispiel mit der ganzen Buchausleihungssache, wo ich den Titel vom Buch, das Horikita Ayano Koji gegeben hat, relativ interessant fand. I can't read. Und für mich auch die Frage aufwirft, ob das Treffen mit Hiyori wirklich von ihm gewollt war oder ob es tatsächlich zufällig war. Er meint zwar selbst, dass es komisch war, das Treffen, aber hat er das irgendwie geplant? Das würde mich tatsächlich interessieren. Und ob sie es wirklich schaffen, eine normale Freundschaft oder ein normales Beisammensein zu entwickeln. Weil Hiyori selber sagt ja, diese ganze Machtkampfgeschichte interessiert sie gar nicht. Was ich ihr mal glauben würde, bedeutet aber nicht, dass sie nicht doch irgendwie von Liu Wen benutzt werden könnte. Und wer definitiv benutzt wurde, ist Ayano Koji, nämlich von seinem Vater, von dem er auch gleichzeitig in dieser Folge Besuch bekommt. Und er hat interessanterweise dieselbe Stimme wie Shinichis Vater, was ich extrem hype und feiere. Und man merkt halt auch, dass Ayano Koji zum einen sein größter Fehlschlag und sein größtes Meisterwerk war, weil auf der einen Seite hat er sehr viel auf dem Kasten, aber auf der anderen Seite will er ihm absolut nicht gehorchen. Was sein Vater will, dass er sich sofort von der Schule abmeldet und möchte ihm gleich nochmal einige Schuldgefühle anreden mit dem, unter Anführungszeichen, Selbstmord von dem Butler, der irgendwie im Zusammenhang steht mit Ayano Koji und der Schule. Was ihn mal absolut kalt lässt, was auf der anderen Seite klar war, aber trotzdem ein wenig schockierend, wie ich finde. Dass er sich da von dieser ganzen Butler-Sache nicht umreißen lässt, ist vollkommen in Ordnung, weil das war so ein typisches Szenario von schau, was ich tun musste, weil du mir nicht gehorcht hast. Und vollkommen logisch, dass man da nicht eingreift. Das Einzige, was mich wirklich gewundert hat, war, dass er der Vater ist. Weil ich hätte eigentlich eher gedacht, dass der weiß- bzw. silberhaarige sein Vater ist, also Sakeyanagi. Wobei man schon dazu sagen muss, dass er sich viel, viel väterlicher verhält gegenüber Ayano Koji als sein Vater. Und sein Synchronsprecher kommt mir auch ziemlich bekannt vor. Mir fällt nur gerade nicht ein, von wem. Falls du es weißt, gerne ab zu mir unten in die Kommentare. Auf jeden Fall erfährt man mit dem ganzen Szenario mit seinem Vater auch die wahren Intentionen der Lehrerin. Nicht hundertprozentig, aber man weiß von Ayano Koji, weil er spricht sie auch darauf an, dass es nicht sein Vater war, der den Verweis wollte, wenn er nicht nach Klasse A strebt. Das ist vollkommener Schwachsinn. Sie hat einfach nur so getan, als wäre es das und als würde sie seinen Vater kennen, damit er das tut, was sie möchte. Und sie möchte aus irgendwelchen Gründen nicht in Klasse D stecken bleiben, sondern aufsteigen. Und ich muss sagen, es ist ein wirklich trauriges Szenario, sie da zu sehen, wie sie scheitert. Und das hat schon irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, fast so ein Mutter-Sohn-Gefüge. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass sie die Mutter von ihm ist. Absolut nicht. Aber das, ja, hatte schon etwas. Yugi, I think I'm pregnant. And Bakura is the... No f***ing way. Okay, I lied about that one. Ich hoffe wirklich, dass man da noch genauer erfährt, warum Ayano Koji so handelt, wie er handelt. Weil auf der einen Seite boykottiert er jetzt die Bestrebungen von der Lehrerin und will gar nichts machen, weil er jetzt nicht gezwungen wurde. Weil all das, was er bis jetzt gemacht hat, war ja in den Hintergedanken, dass er dachte, dass es von seinem Vater ausging. Obwohl er eigentlich ohne ihre Hilfe gar nicht in der Schule angenommen worden wäre. Weil sie war der Literatzieherin, dass er überhaupt reinkommt. Und jetzt macht er aber nichts. Obwohl er ja irgendwie die Schule oder das System wahrscheinlich zerstören möchte. Somit wundere ich mich, was genau ist jetzt der Masterplan? Was genau hat er jetzt vor? Weil vor allem hat er jetzt die Beziehung, unter Anführungszeichen, Beziehung mit Kei beendet. Was mich wirklich schockiert hat. Vor allem, Mann, es ist bald Weihnachten in dem Anime. Warum zum Teufel in Gottes Namen? Ich meine, es war so super kawaii, das ganze Gespräch, wo sie auch wollte, dass Ayano Koji populär wird und man mehr von ihm sieht und
das war so, man hat es wirklich gemerkt, dass sie wirklich an ihm interessiert ist. Und er zerstört das Ganze einfach, indem er meint, ja, kontaktiere mich nicht mehr, bis auf die Notfallsache, falls etwas ist. Wo ich mir halt wirklich in der Folge eine Begegnung, eine Konfrontation mit Ryuan schon erwartet hätte. Aber anscheinend brauchen wir da noch ein bisschen Build-up. Ich meine, ich kann Ayano Koji schon verstehen, dass er unter Umständen Kay aus der Schusslinie bringen möchte, wenn er den Kontakt mit ihr abbricht. Aber wie soll er allgemein jetzt noch Ryuan klatschen, wenn er sich komplett aus der ganzen Klasse D soll zu Klasse A aufsteigen raushaltet? Come at me, bro. Vor allem tut sie mir hier wirklich leid. Und ich kann nicht der Einzige sein, weil da muss es doch einen anderen Weg gegeben haben. Weil sollte er jetzt einfach nur das Ganze beendet haben mit Karuizawa, mit Kay, damit sie nicht mehr in die Schusslinie kommt, wobei sie ja nie wirklich zusammen waren, frage ich mich halt, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, sie zu beschützen? Vor allem, wenn er selber theoretisch gesehen sogar Gefühle für sie haben könnte und das der Grund ist, warum er es tut. Meine persönliche Angst ist hier halt, dass man hier jetzt einen Build-up macht und das Ganze aufbaut und dann aber, obwohl der Anime ja 13 Folgen haben soll, man den Rest dann einfach rushen muss. Weil wir sind jetzt bei Folge 10 und wir haben nur noch 3 Folgen übrig. Kann man das Klatschen von Ryuan wirklich jetzt noch in 3 Folgen packen und dass irgendwie Kay und Ayano Koji ein gutes Zusammenfinden haben, vielleicht sogar offiziell zusammenkommen, sodass Kay nicht mehr in einer Scheinbeziehung ist? Das ist die große Frage und ich hoffe es mal. Ich hoffe es wirklich, vor allem, dass Ayano Koji jetzt auch wirklich ernst meint und sich da wirklich mehr entwickeln kann wie in Pokémon. Wo ich den Titel, den relativ auf der anderen Seite, als ging, dass es nicht ihr Vater, vor allem, und das hat mich, dass sie wirklich in mir, ich meine, okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Abo da, Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account, Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.